Neuzeit, also das, was der heutige Mensch immer noch für Mittelalter hält. Ja? Bauernkrieg zum Beispiel. 1504, 25, ne, bis 26, in manchen Ecken. Das ist doch Mittelalter. Nein, das ist nicht Mittelalter. Das ist schon nach Renaissance, Leute. Das ist Neuzeit. Das heißt Neuzeit. Das ist schon Kapitalismus. Hier beginnen Hexenverbrennungen. Nicht im dunklen Mittelalter. Ups. Ups. Hier beginnen grandiose Kämpfe und Kriege. Welteroberung. Das ist kein mittelalterlicher Geist. Das ist Neuzeit. Atheismus auf Vormarsch, Satanismus auf Vormarsch. Aufklärung, Wissenschaft. Dieser Zeit, so jetzt zurück im 16. Jahrhundert, ne? Reformation beginnt hier auch, ja? Luther startet eigentlich den Bauernkrieg. So, diese Zeit, das ist so ein Aufeinanderprallen von vielen Polaritäten. So, das imperiale römische katholische Macht, ja? Und arischer Freiheit oder Instinkt, das plötzlich wieder hochkommt und Parole bieten will, ja, dem imperial römisch-christlichen, hier auch, dieses Gefälle Nord-Süd, ja, das ist ja alles im Norden gelaufen. Ne? Je weiter nach Norden, desto unkatholischer wird es, ja, protestantischer. Protest, Rebellion. Ne? Und auch dieser Kapitalismus der Neuzeit, verschiedene Wirtschaftskonflikte, das alte Adel, das neue Geld, also so ein Bündel, so ein Knoten von Widersprüchen, das hier einfach platzt und diese Epoche hervorbringt, wo Bauernkrieg stattfindet. Damit wir dieser Bauernkrieg, eine Facette dessen, besser verstehen, Sprung zurück, ein halbes Jahrtausend zurück von dieser Zeit, ne? Um die Jahrtausendwende, ein bisschen davor, Wikingerzeit. Große Wikingerüberfälle auf ganz Europa, England, Frankreich, Spanien herum, durch Gibraltar, Italien, Inseln und so weiter. Wikinger. Geisel Gottes. Ne? Parallel läuft Slawenwiderstand gegen Christianisierung. Wir bringen das nicht zusammen, weil die Historiker das nicht zusammenbringen. Ich bringe das aber für euch zusammen. Das können wir ruhig Nullner Weltkrieg nennen. Krieg der Arier gegen die Christen. Russen und Wikinger kämpfen gemeinsam gegen die Christen. Wenn man nicht bedenkt, dass die Wikinger überwiegend Klöster überfallen und Kirchen zerstören. Wenn man nicht in eine Abwesenheit der religiösen Motivation unterstellt, dann wird plötzlich alles offensichtlich. Und dasselbe machen die Russen oder viele slawischen Kläne und auch auf dem deutschen Boden. Die wichtigsten arischen Heiligtümer waren auf dem deutschen Boden. Rhetra, Rügen, Rujan auf Russisch, ja? Svantovit. Svetovit sein Heiligtum. Das wurde es erst 1286 erobert von den Christen und verbrannt. Also dieser Nullende Weltkrieg war lange. Und in diesem Nullenden Weltkrieg haben die Arier Stück für Stück verloren gegen die Übermacht von römisch-katholischem Imperium. So, damit wir gleich die religiöse Komponente, die auch im Bauernkrieg da ist, aber nicht thematisiert wird, mal schon geschnallt haben. Ne? Wisst, was Ablass ist? Ja? Ablasshandel, Absolution, Indulgentia, sagt nichts. Die Kirche verkauft
Vergebung der Sünden. Ja? Du zahlst Geld und kriegst einen Zettel, okay, du bist rein. Du kannst auch für die Zukunft die noch nicht begangene Sünden und Verbrechen auch reinwaschen. Du kannst für deine längst gestorbene Vorfahren auch Indulgenz erkaufen, weil sie schmoren ja in der Hölle, ne? Oder im Fegefeuer für die Zukunft. Also, das Geschäft boomt. Eine Katastrophe aus der heutigen Sicht. Der Dummheit und der Gier. Wir haben eine starke Unterdrückung. Ja? Bauern stöhnen. Ne? Hohe Steuern, hohe Abgaben, Frontdienste, Leibeigenschaft, viele Abgaben an die Fürsten, an die Kirche. Einführung des römischen Rechts hat dafür große Empörung gesorgt. Also es brodelt. Und schon bevor der Bauernkrieg losgeht, in mehreren Wellen finden da Bewegungen, Aufstände statt. Ja? Man könnte so den Hans Böhm, ja, den Bauer von Niklashausen, denken, so ein junger Jesus, so ein 18-Jähriger, der Marienerscheinung hat und Leute zur Wallfahrt aufruft und so ein bisschen kommunistische Ideen da verbreitet über Gleichheit und keine soziale Hierarchie und so weiter. Ja. Das ist so Würzburg begegnet dort. Ne. Da kommen 40, 50, 70.000 Pilger, Wallfahrt. Ja. Also die Mächtigen kriegen weiche Knie, schießen auf die Leute, schnappen den Jungen, verurteilen für die Ketzerei, verbrennen am lebendigen Leibe. Ja. Hier ist noch kein Aufstand gegen die Obrigkeit, nur die Ideen. Da ist schon gefährlich für sie. Wo es richtig dann politisch wird, diese Bundschuhbewegung. Wisst ihr noch, in diesem, wir sind das Geier, schwarze Haufen. Ja? Er hat was? Harnisch an und was hat er? Bundschuh im Fahnen. Ja? Aber der Fahne hat er Bundschuh. Das war ein Symbol von dieser Bewegung. Ja, ein Schuh mit einem langen Riemen, nicht nur Stiefel, wie die Adelige getragen haben. Ne? So, und diese Bundschuhverschwörung, sie arbeiten schon ein Programm, politisches oder soziales Programm aus. Und da sind ein paar wichtige Punkte für sie. Vertreibung von Juden, ja? Aufhebung von vielen Steuern. Später kommt Abschaffung von Leibeigenschaft, Abschaffung von Zehnten, ne, Richtung Kirche, Einführung eines Jubeljahres, ne, das ist so, wo alle Schulden erlassen werden. Eigentlich kommt das vom jüdischen Jubeljahr. Das war wieder Jahr bei den Juden, regelmäßig Schulden erlassen. Ja. Und daher kommt unser Wort Jubeln. Und auch Jubiläum. Jubiläum ist hier vom Jahr. Und Jubel, weil die Freude hatten, wo die Schulden erlassen worden sind. Ja? Also das war auch im Programm von Bundschuh Verschwörung, ja? Dass Jubeljahre eingeführt werden. Sie wollen da, dass die Pfarrereinkünfte eingeschränkt werden, dass die Beichte abgeschafft wird. Also hat auch eine antiklerikale Komponente gehabt, also dass die geistliche Gerichte aufhören, also gegen nicht nur Obrigkeit, sondern auch viel gegen Geistlichkeit. Sie werden geschnappt, sie werden vernichtet, die Bauern werden geköpft und geviertelt, gevierteilt und an Straßen aufgehängt. Dann gab es noch kurz vor der Reformation, 1514, ne? Aufstand des armen Konrads. Ja? Armer Konrad, das ist sowas wie der einfache Mann. Hieß damals, so was wir heute Otto Normalverbraucher nennen. Früher hieß es armer Konrad. Ja? So hieß auch der Aufstand. So. Die werden ausnahmsweise alle niedergemetzelten Leute werden da geköpft, gefoltert. Also es ist eine ziemlich grausame Zeit. Und die Überlebenden von alten Aufständen, ja, die haben auch erlebt, wie alle
Einbarungen, die man dann mit Obrigkeit tritt, später dann gecancelt werden, dass sie am Ende gekauft werden. Deswegen, als der Bauernkrieg beginnt, ziehen sie einfach ins Feld, ohne irgendwelche Verhandlungen mehr zu führen. Das ist einer der Gründe der Grausamkeit des Bauernkrieges, ja, dass so viel Abschlachten und Fortpflanzung stattfand. Ja. Nun gut, dann wissen wir, wie das alles begann. Luther, 1517, Wittenberg, ja, seine 95 Thesen und so weiter. Ja. Reformation, das kennt er alles. Und das entwickelt sich und 20 schreibt er über so Christen, Mensch ist über alle Hierarchien erhaben, ja, und sozusagen Stände sind nicht nötig, wenn du Christ bist. Die anderen, ob das jetzt Melanchthon oder Zwingli oder Calvin, ja, Calvin ist schon eher alttestamentlicher Schiene, ja, würde ich sagen. Überlegen, Calvin, der dermaßen unchristlich ist, im Kern. Ne? Na, einer, der proklamiert, das Schicksal besiegelt, ohne, egal was du tust, ob du gut bist oder schlecht bist, es juckt Gott null, zero, niente. Ja? Entweder bist du verdammt zum Sklaven-Dasein oder du hast Erfolg. Daran siehst du, dass Gott dich liebt. Da kannst du nichts daran ändern. Ist absolut. Überlege, was für ein archaischer Blick. Ja? Das ist die Grundlage des Kapitalismus. Theoretische, religiöse Grundlage des Kapitalismus. Hast du Erfolg, hast du bewiesen, dass du von Gott geliebt bist. Hast du Pech, dann bist du ein Trottel, das will dich niemand. Absolute, hundertprozentige Erfolgsorientierung. Null sozialer, nicht mein Schatten, nicht mein Hauch des Sozialen, des Mitgefühls. Wie unchristlich. Und das gilt als christliche Theologe. Ne, ich meinte die anderen. Zwingli ist auch ein Schweizer, ja, nicht nur Calvin, Zwingli ist anders. Ne? Oder Thomas Münzer, ja. Also die sind, ja, das ist Thüringen, ja? Mühlhausen, das war der Erfurt. Sie sind alle darin einig, die großen religiösen Köpfe der Zeit, dass der Christ keine Vermittlung der Kirche braucht, benötigt. Dass der Mensch imstande ist, selbst mit Gott in Kontakt zu sein. Die schaffen theoretisch die Kirche ab. Ne? Dann übersetzt Luther schon 22 und das Neue Testament, ja, ins Deutsche und so weiter. Und so geht das Ganze los. Übrigens. Nein, das habe ich nicht gemeint. Naja, so geht das Ganze los, sage ich. Neues Testament haben alle gelesen, oder? Also, wie viele von euch, Freunde, haben denn das Neue Testament gelesen? Oder nur Evangelien? Oder nur ein Evangelium? Das sind sehr, sehr dünne Bücher. Sehr dünn. Das ist nicht die Bibel, ne? Das zu 95% Tora ist. Ja? Altes Testament ist Tora. Sondern da gibt es auch Neues Testament und davon ist ein kleiner Teil des Evangeliums. Ob das Markus oder Matthäus ist, Matthäus oder Johannes. Ja? Das ist eine Grundlage der abendländischen Kultur und Geschichte. Ich will euch beschämen. Ja. Nun gut, diese ganze Brodel und theoretische Vorbereitung des sozialen Unruhen und Aufstandes führt endlich dazu, dass im Januar 24, also vor 500 Jahren genau, beginnen Bauernaufstände, die dann zum Bauernkrieg werden. Und ich habe darüber schon vor 40 Jahren ein Bücher gelesen. Beim Militär war ich. Ja? Und da habe ich aus Deutsch übersetzt ein Buch über Thomas Münzer gelesen. Ja? Wahrscheinlich irgendein DDR-Autor, weil er besonders gelobt so seine sozialistisch-kommunistischen sozialen Reformen, ja? Die beachtlich waren. Ne? Ja? Und ich fand das sehr
interessant und bewegend. Das ist echt ein Stück der Geschichte. Es mich wundert, dass da nicht Dutzende von Verfilmungen existieren. Das ist so eine krasse Weltgeschichte, wurde da geschrieben. An der Uni später habe ich auch das Thema so ein bisschen bearbeitet, recherchiert. Und später in Deutschland waren mir einige Worte bekannt. Ja, die Namen, ich fuhr da irgendwie. Und da waren Heilbronn oder so Orte, die mir aus dem Bauernkrieg in Erinnerung sind. Ja, aus dem Studium. Ich, oh, das ist ja real. Ne? Alles wunderbare, wunderbare, falsches Wort. Großartige, tragische deutsche Geschichte, die die Deutschen so wenig kennen. Ne? Also, machen wir kurz mit dem Bauernkrieg. So ein bisschen informativer oder ideologische Dreh- und Angelpunkt dessen ist März, April, na, Februar, März 25. Da werden 12 Artikel gehandelt in Memmingen. Verschiedene Vertreter von verschiedenen Bauernhaufen, so hießen diese Bauernverbände, nicht Armeen, hießen sie schon Haufen, ja, haben ihre Vertreter geschickt und sie haben da eben ein Programm im Prinzip ausgearbeitet, formuliert alles und schriftlich fixiert, in großen Mengen gedruckt und die Flugblätter wurden in allen Ländern verteilt, das war wie ein Lauffeuer. Ja. Und so geschah auch, dass neue Gebiete hinzukamen. Also der Bauernkrieg tobte vor allem ne, Thüringen, Sachsen, Süddeutschland, speziell Franken und Tirol und die Schweiz. Ja. Also sie haben auch informative Kriegsführung sehr gut durchgeführt. Und sie waren zum ersten Mal, all die Bauernhaufen, eigentlich einig über das Programm. Das war die große Errungenschaft. Früher hat jeder irgendwelche andere Forderungen aufgestellt und hier war sozusagen ein gemeinsames Programm vorhanden. Und die haben vieles im religiösen Bereich natürlich gehabt. So wie die freie Wahl der Priester, der Pfarrer zum Beispiel. Ja? Oder Abschaffung der Zehnten zugunsten Kirche. Und natürlich auch Aufhebung von Leibeigenschaft und freie Fischerei, Jagd, wie es früher immer war. Alle Rechte wurden ja beschnitten. Und wieder Rückgabe der Wälder an das Volk und Frondienste müssen gecancelt werden. Und ein paar Punkte, worauf alle einig sind, das wurde ausformuliert. Und dann kam im April 25 dieser Bluttat, ja, Weinsberger Blut. Ostern hat man genannt, ne? Wo von den Bauern der Graf von Helfenstein und seine Begleiter von Toren von Weinsberg getötet worden sind, ja? Durch Spießrutenlauf. Ja? Spießrutenlauf. Das war ziemlich schmerzhafte Hinrichtungsmethode. Ja? Später auch als Bestrafungsmethode für Soldaten angewendet. Und das hat einen Schock ausgelöst. Ja. Das ist interessant. Die Bauern kannst du köpfen und vierteilen nach Belieben, das verursacht keinen Schock in der Gesellschaft. Hier war aber ein Schock in der Gesellschaft. Und der Luther, der natürlich sympathisiert hat zuerst mit den Bauernaufständen, ne, alle wollten da Reichsreform. Und hier war er empört, ne, und hat dann Schrift verfasst über diese mordenden Bauernrotten, um sie sollte man zerschmeißen und würgen und stechen, heimlich und öffentlich, wie man einen tollen Hund erschlägt. Ja? So. Da hat er, an dem Zeitpunkt hat er endgültig die Seite gewechselt und hat immer zu radikalen Hinrichtungen, Vernichtung der Bauern aufgerufen, wofür in der Seitdem hat ihn der Thomas Müntzer nicht mehr Luther, sondern Lügner genannt. Ja? Ja. Nicht alle haben sich für den roten Teppich verkauft. Ne? Ich will jetzt
eure religiösen Autoritäten nicht so sehr durchs Kakao ziehen, aber ihr darf sie selbst dann die Schlüsse ziehen. Ne? Ja, dann, wenn wir schon bei Personalien sind, Goethe, Goethe von Berlichingen, ja, Gottfried, ja, war ein Beteiligter, früher ein Raubritter, so Freiritter, Entschuldigung, nicht Raubritter, ne, obwohl er sein Unterhalt immer mit skrupellosen Fädenwirtschaft bestritten hat, ja, auf allen Seiten gekämpft. Kassiert, also Haudegen mit eiserner Hand, ja, wurde ihm irgendwann vor Jahren schon eine Hand abgeschossen, das, und er hat zuerst eine gehabt und dann zweite Kunststück der deutschen Ingenieurkunst, ne, mit Finger, die in drei Verlangen arretiert waren, er konnte damit dann Schwert halten, ja, so ein alter Typ. Und ja, der Goethe stilisiert ihn ein bisschen zu einem Gerechtigkeitskämpfer, so weit wollen wir nicht gehen. Er hat sich auf jeden Fall nach dem Bauernkrieg gut ausgeredet, dass Bauern ihn gezwungen haben, halt so einen Haufen anzuführen. Ja. Odenwälder Haufen hat er angeführt. Ja. Aber so nicht ganz freiwillig. Ne. Man hat da ein Auge zugedrückt. Ne. Dann gab es auch der Florian Geyer, ein fränkischer Adliger. Das war ein Überzeugungstäter. Hat tatsächlich die, so angefangen, sozusagen Bauernarmee zu organisieren. Ne? Hat denen ein bisschen Militärordnung beigebracht. Ne? Überlegt, sie hießen ja Haufen. Die waren tatsächlich mit Dreschflegel und Sense bewaffnet. Ja? Deswegen haben sie bei allen Schlachten eigentlich verloren, ja, weil da irgendwie Fürsten Armeen mit den Söldnern Truppen zusammen, die haben sie immer niedergemäht. Also der Geier hat versucht, daraus irgendwie so eine militärische Ordnung herzustellen. War auch diplomatisch sehr geschickt, hat viele Städte, kleine Städte, eine große war Rottenburg ob der Tauber, dazu bewegt, sich anzuschließen der Bewegung. Ja, war ein geschickter auch Diplomat und hat viele Verhandlungen auch geführt. Er wurde leider dann gemeuchelt. Ja, noch Juni, glaube ich, 25 ist nicht raus geworden. Aber er hat davor schon die Odenwälder Haufen, sein eigener schwarzer Haufen hieß es, ja, und noch Neckartaler, ne, vereint und diese große Armee, dieser Haufen hieß das Heller oder Lichterhaufen. Ja. Auch wenn wir in diesem berühmten Lied nur vom Schwarzen Haufen hören, aber es war auch eine Weiterentwicklung davon. Ja. Und von Münzer habe ich schon gesprochen. Er hat in Mühlhausen viele Reformen durchgeführt. Also ursprünglich religiöser Oberhaupt, ja, und Priester, hat die Obrigkeit komplett eigentlich abgeschafft, Klöster aufgelöst. Und viele Soziale durchgeführt, Räume für Obdachlose, Speisen für die Armen, gemeinsame Arbeit, also richtig sozialistisch-kommunistische Reformen durchgeführt. Und ihm ist nicht gelungen, alle Thüringer Bauernhaufen zu vereinen. Und er ist auch da in einer Schlacht bei Frankenhausen im Mai 25 gefangen genommen worden, gefoltert und enthauptet in Mühlhausen. Das geschah mit allen Anführern des Bauernkrieges. Sie waren alle des Todes. Übrigens, in Thüringen, weißt du, Merl, wenn du dabei bist, mein Lieber, weißt du, die Schwarzburger Haufen, zuerst Waldhaufen, ja? Das war Schwarzburggraf, das ganze Gebiet, ja? Die zogen da über Königssee und Paulinzella, haben die Klöster da geplündert, verbrannt und Stadt Ilma haben den Vogt und das Rad des Schwarzburger Grafen abgesetzt und haben die Tore geöffnet. Die Bauern sind rein und das war so ein Erfolg in der ganzen Rubelstädter Gegend, war da die Nachricht wie ein Lauffeuer. Und sie haben so einen Zulauf bekommen, dass sie auf einmal da 8000 waren und sie zogen vor Tore von Arnstadt und haben dem Grafen eben ihre 12 Artikel vorgetragen. Und
Der Graf hat erkannt. Und dann haben die Weise gesagt, okay, alles klar, Ziel erreicht. Und gingen nach Hause, haben sich aufgelöst. Der große Haufen. Und dann die Restverbände wurden dann in der Schlacht besiegt. Und alle Zugeständnisse wurden zurückgenommen, Leute wurden verhaftet und geköpft und fertig. Tschüssikowski. Wo ist das Problem überhaupt, dem Volk etwas zu versprechen? Preis der Naivität. Ja. Machen wir Schluss mit Bauernkrieg. Tragische, heroische, bombastische Seite der deutschen Geschichte. Ja, mit Reformation verbunden, das heißt, mit der geistigen Revolution verbunden. Also das Land und die Welt, oder Europa zumindest mal, war nach diesen ein paar Jahren der Reformation und der Aufstände und Bauernkriege nicht mehr zu erkennen. Es war eine neue Welt. Die Verwüstung war gigantisch. Ja? Also ja, die Bauern wurden hingerichtet, in großen Mengen sind sie dann einfach in Schlachten und danach nach Bestrafung umgegangen, umgekommen. Aber sie haben auch viel zerstört. Schätzt, wie viele Burgen haben die zum Beispiel zerstört? 3, 10, 13, 30, 1000 Burgen in Deutschland. Circa 1000 Burgen in Deutschland wurden zerstört. Manche teilweise, die meisten komplett. Das ist ein Ausmaß. Das ist viel. Und Klöster? 300 Klöster. Geplündert, verbrannt. Überwiegend Burgen und Klöster. Wieso Klöster? Haben die armen Mönchen damit zu tun? Da. Und jetzt überlegen wir, dass eine religiöse Komponente hatte, Motivation. Wir denken, okay, das sind doch alles Christen. Jein. Jein. Es ist eine kirchliche Geschichte, dass sie alle schon seit 1000 Jahren sowas von treue Christen waren. Christianisierung war ein langer, schwieriger Prozess. Ich habe von Nullen Weltkrieg gerade gesprochen. Ja? Und er meint, wenn ein Volk zwangsläufig, zwangshaft christianisiert wird, dann sind sie gleich alle treue Christen oder was? Oder vielleicht machen sie doch heimlich im Wald an dem Odin und dem Thor ihre Opfer bringen. Ja? Eher so. Es stirbt nicht so schnell aus im Volke. Und selbst wenn das nicht weiter erzählt wird oder unterdrückt und verboten und Vergessenheit gerät, es gibt eine Volksseele, es gibt eine tiefe Erinnerung, nationale Erinnerung. Es gibt das Gefühl, dass man dazu gezwungen wurde, von diesen Schurken, ja, die sich jetzt bereichern. Man hat trotzdem das Gefühl, dass es eine fremde Religion ist. Nicht meine, nicht die Religion meiner Väter und Vorfahren, meiner Ahnen. Aufgezwungen. Der Geist ist anders. Daher das Rebellische, daher dieser Drang, den Christen nochmal auf die Mütze zu geben. Nicht nur wegen den wirtschaftlichen Vorteilen, die sie sich da verschafft haben. Nicht nur. Das ist zu dünn, die Erklärung. Das war ein Gemetzel ohnegleichen und das, glaube ich, der Wunder ist vergleichbar mit dem, was der 30-jährige Krieg da verursacht hat, glaube ich. Ja. Mein Gefühl. Auf jeden Fall in folgenden 300 Jahren haben die Bauern kaum noch aufbegehrt. Es war vorbei mit deutschen Aufständen, mein Lieben. Und ja, sie haben doch gedacht, unsere Enkel fechten es besser aus. Wir sind des Geistes.
zerhaufen. Heia, oho, und wollen mit Tyrannen raufen. Heia, oho, Spieß voran, rauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, rauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Als Adam grub und Eva spann, Kyrie eleis, wo war denn da der Edelmann? Kyrie eleis, Spieß voran, drauf und ran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und ran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Uns führt der Florian Geier an, trotz Acht und Bann. Den Mundschuh führt er in der Fahn, hat Helm und Harnisch an. Spieß voran, rauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Bei Weinsberg setzt es Brand und Stank, heia, oho, gar mancher über die Klinge sprang. Heia, oho, Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Geschlagen ziehen wir nach Haus, heia, oho, unsere Enkel fechten's besser aus. Heia, oho, Spieß voran, rauf und ran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, rauf und ran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Das Lied ist nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben worden, obwohl da ein paar alte Vorlagen verwendet worden sind. Und das Lied war sehr beliebt bei Revolutionären, bei rechten Deutschen, bei linken Deutschen, bei SS-Männern in der DDR, durch alle Schichten und politische Gesinnungen. Ich glaube, das Lied trifft sowohl die Energie der Epoche als auch die Grundschwingung oder eine der Grundschwingungen der deutschen Seele. Sehr gut. Ich glaube, deswegen ist es so gut angekommen bei allen politischen Unterschieden. Ja? Das ist ein Volltreffer platziert. Und ich frage euch an der Stelle, meine Freunde, habt ihr noch andere historische Beispiele, wo ein Volk so gegen eigenen Klerus, gegen eigene Geistlichkeit vorgegangen ist, gegen die Priesterschaft eigene? Vielleicht in Rom oder in Hellas, war sowas in China oder in Ägypten. Warum nicht? Warum nur in Deutschland, Frankreich und Russland? Frankreich, Französische Revolution, ja, und Russische Revolution. Also das heißt nur in christlichen Ländern.
Wieso? Weil das Volk vergisst nicht, dass eine aufgezwungene fremde Religion ist. Die Völker haben es nicht vergessen, dass sie fremde Ahnen anbeten, fremde Vorfahren. Sie haben das Gefühl immer noch beibehalten. Ist nicht von uns, von außen. Ich denke jetzt dabei an die russischen Starowere, also so Altgläubige. Russische Christen halten sie für russische Altchristen. Die Sache ist ein bisschen komplizierter. Das ist ein beträchtlicher Teil, zum Teil in christlichen Gewändern und in christlichem Anstrich, aber ein arischer Glaube. Also die Russen nennen ihre Glaube auch Pravoslavie, nicht Christentum. Pravoslavie, das ist so wie Prav, ja, Nav, Jav, Prav. Prav, Slavi, das heißt na, loben, Lobpreisen. Lobpreisung von Prav. Kann man so dieselbe Bezeichnung der russischen Religion bezeichnen. Das hat mit Jesus Christus nichts zu tun. Ja? Kreuz, genauso wie bei den Kelten, war vor Christentum ein arisches Symbol, ein sakrales arisches Symbol. Wenn du die russische Kreuze anschaust, wieso ist er noch? Das hier und verschiedene Kombinationen, Dutzend, diverse Kombinationen Kreuz, das sind verschiedene Geometrien. Das ist nicht dieser römische Folterinstrument gemeint. So, und das gab so ein regelrechter vedischer Widerstand in Russland. Man denkt, okay, das war vielleicht im tiefen Mittelalter. Meine Lieben, als ich gelesen habe, dass die meisten Bolschewiken aus einer Starovera-Familie kommen, aus einer altgläubigen Familie, da war mir plötzlich klar, warum sie so gegen das Christentum, gegen die offizielle Kirche waren. Haben bei mir geleuchtet. Das nicht einfach der atheistische Zug war, nicht nur jüdischer antichristlicher Zug, sondern auch arischer oder vedischer antichristlicher Motiv drin enthalten in dieser ganzen Blutsuppe, die da im russischen Bürgerkrieg stattfand. Ja? Sachen überleben Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende. Sie verschwinden, sie ändern ihre Formen. Sie haben zum Teil irgendwie so christliche Formen angenommen, um sich zu maskieren, um das zu verdecken, dass sie ganz andere Sachen dahinter betreiben. Ja? Wenn wir das alles, das Antichristliche nicht in Betracht ziehen, verstehen wir weder diese Wikinger-Geschichte und die Kreuzzüge der Kirche gegen Slawen, gegen Sachsen auch, gegen Germanen. Wenn wir das nicht zusammenbringen, dass es religiöse Kriege waren, wir verstehen auch den deutschen Bauernkrieg nicht ganz.